Wer glaubt, dass die Let's Dance Stars nach der Staffel in den wohlverdienten Urlaub gehen, der irrt. Noch im Juni gibt es das nächste große Projekt der TänzerInnen. In der vergangenen Woche wurde das Kapitel Let's Dance mit der Profi-Challenge für dieses Jahr geschlossen, zumindest bei RTL. Denn im Herbst geht es natürlich weiter mit der großen Let's Dance Tour, bei der TänzerInnen wie Promis in mehreren deutschen Städten auftreten werden. Let's Dance ProfitänzerInnen starten neues Projekt, unter anderem wieder dabei, Renata Lusin. Nach ihrer Schwangerschaft kehrt sie zum Team zurück. Fraglich ist dagegen die Teilnahme der derzeit hochschwangeren Christina Henny. Aber nicht nur die Vorbereitungen auf die Tour laufen. Wie nun enthüllt wurde, wird es noch im Sommer ein Großprojekt mit mehreren TänzerInnen geben. Und zwar werden ein großer Teil der diesjährigen Let's Dance Stars bei einer Eventkreuzfahrt unter dem Motto AIDA tanzt. Mit Let's Dance Stars Richtung Norwegen dabei sein. Mozzi Mabuse, Renata und Valentin Lusin, Patricia und Alexandru Ionel sowie Zsolt Sándorcseke und Malika Csumev und Maria Maxina werden an Bord Workshops geben und den Gästen verschiedenste Tänze vorstellen, heißt es auf der Webseite der Veranstaltung. Von Warnemünde aus geht es mit dem Schiff nach Norwegen, durch die Fjorde. Angefahren wird unter anderem Bergen und Vik. Los geht es noch im Juni. Wie Renata Lusin in ihrer Story verkündete. Ob Patricia Ionel nach der Verkündung der Zwillingsschwangerschaft wirklich ebenfalls an dem Projekt teilnimmt, bleibt abzuwarten. Wer ist bei der Weihnachtsshow dabei? Ein weiteres Projekt der Let's Dance Stars ist dagegen noch offen. Wie in den letzten Jahren wird es wohl auch 2024 eine Weihnachtsshow geben, die vorab aufgezeichnet wird. Die Dreharbeiten dazu finden normalerweise direkt nach der Staffel statt. Wer dabei ist, das ist noch ein Geheimnis. Allerdings ist Finalistin Ekaterina Leonova nach einem kurzen Trip in ihre Wahlheimat München nach Köln zurückgekehrt. Und auch Zsolt Sándorcseke deutete für diese Woche ein Projekt an. Welche Paare sich tatsächlich noch einmal beweisen dürfen, wird RTL wohl zeitnah bekannt geben.